Seit Frühjahr 2005 steht der neue Hammer H3 bei den Händlern. Die dritte Generation des kräftigen Geländewagens aus den USA ist etwas kleiner, fällt aber mit 4,40 Meter Länge, 1,97 Meter Höhe und 2,05 Meter Breite im Straßenverkehr deutlich ins Auge. Ein richtiger Brecher. Angetrieben von einem 3,5 Liter Reihen-5-Zylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen und variabler Ventilsteuerung leistet der H3 insgesamt 220 PS mit einem maximalen Drehmoment von 305 Newtonmeter. Der neue Motor fährt den H3 nicht nur sicher durchs Gelände, sondern sorgt auch für entsprechenden Antrieb auf der Straße und kommt mit nur 11,8 Litern Benzin auf 100 Kilometer auf.